Die EPA ist komplett verschlüsselt und die EPA kann nur genutzt werden, entweder durch den Patienten selbst, beispielsweise indem er eine App hat auf seinem Smartphone, oder aber durch den behandelnden Arzt. Dann muss dieser Arzt aber die Erlaubnis vom Patienten bekommen, dass er die Daten einsehen kann oder auch Daten einspeisen kann. Somit ist das Ganze schon sehr sicher, denn mit der elektronischen Patientenkarte gibt der Patient die Nutzung der EPA bei seinem Hausarzt oder Facharzt frei. Aber wenn er dann wenn die Akte dann geschlossen ist, dann bleibt sie geschlossen. Nur der Patient hat dauerhaft Zugang.